Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void live. Wir sind hier schon mitten in der Partie, weil ich gerade vergessen habe, die Aufnahme zu starten, aber es sollte eigentlich ziemlich egal sein. Wir spielen gegen einen Terraner, einen Master Terraner. Wir selbst sind ja auch Master. So, zack. Nexus nehmen. Und alles ist gut. Oh, er hat sich schon eingewallt. Kann leider nicht sehen. Zack. Eure Sonden brauchen Schutz. Unsere Sonden brauchen Schutz. Ist echt ungewohnt, hier Alarak zu hören. So, ich habe meine Build-Order gerade ein bisschen vergessen, die ich habe gegen Terraner. Was mich etwas irritiert ist, dass er Marines gespielt hat. Das spricht vermutlich Darts dafür. Ah, für einen Widowmine-Drop oder sowas. Auf jeden Fall halt, dadurch, dass der Reaper fehlt, kann das zu interessanten Situationen gleich kommen. Wir Chrono boosten trotzdem hier mal den Adepten und holen uns trotzdem auch direkt die Twilight Council. Ich muss nur gleich auch zeitnah schon eine Robo nehmen, weil die Chance doch besteht. Wir nehmen jetzt auch einen Stalker hinterher. Die Chance besteht schon, dass gleich irgendwie Widowmines kommen. Ich kann heute nicht so wirklich reden. Das tut mir sehr leid. Ziemliche Wortfindungsschwierigkeiten hier gerade. So. Habe ich den Mothership gar nicht im Bau? Kann ich mir auch leider gerade nicht leisten, also nicht. Guten Appetit, Artcrafter. So, und jetzt bräuchten wir gleich dringend den Mothership Core. Eure Mineralien reichen nicht aus. Es ist schön, dass dir die Stimme gefällt, Random Bot. Denn du hast sie ja quasi finanziert. Glaubtet ihr tatsächlich, ihr könntet dorthin warpen? Der Hochlord ist sehr hochnäsig. So, ich hole mir weitere Stalker, weil ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass Stalker mir aktuell besser helfen würden. So, was wir auf jeden Fall mal machen, ist hier unseren Adepten loszuschicken. Forschung abgeschlossen. So, und jetzt bräuchten wir eigentlich den. Das War Prisma. Wir haben halt immer noch nichts von unserem Gegner gesehen. Das ist schon ein bisschen verwunderlich. Den Bunker stehen, Excel läuft, wir kommen rein. Der Feind greift eure Sonden an. Euer Upgrade ist nun bereit. Wo ist denn mein Dingens? Okay. Das läuft immerhin alles. So. Aber eigentlich ist gar nicht so wild, was bisher passiert ist. Wir haben ein paar Worker verloren, so wie es aussieht. Zack. Sollten hier auch nochmal weitere Pylons anfügen. Was halt auch sein kann, ist gleich, dass der Liberator angeflogen kommt. So, wir holen nochmal einen zweiten Observer außerdem. Wir können auch diesen Observer mal hier nach vorne schicken gerade. Der nächste Observer kann sich dann hierhin positionieren. So. Eure Krieger entfachen ihre Klingen. Ehre den Dalai Lama.
Erstgeborenen werden obsiegen. Glaubtet ihr tatsächlich, ihr könntet dorthin walken? Ehre den Dalai Lam. Eure Sonden brauchen Schutz. Feindkontakt. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Eure Mineralien reichen nicht aus. Ehre den Dalai Lam. Wir machen hier schon extrem viel Schaden tatsächlich gerade. Baut zuerst mir Mineralien ab. Ja, Exekutor. Eure Mineralien. Vor allem machen wir immer noch Schaden. Ehre den Dalai Lam. Najaka Mina. Oh, das war schlecht. Ich dachte, ich wäre rausgekommen. Ehre den Dalai Lam. Die Erstgeborenen werden siegen. Möge euch der Tod schnell ereilen. Gebt uns einen Abend. In die Schlacht. Das müsst ihr in einem Innen. Okay, wir ziehen uns mal zurück. Oder auch nicht. Ah, die Widowmine ist extrem blöd. Ich will aber, dass wir das hier mal eben bekommen. So. Sehr gut. Das heißt, wir können gleich nochmal durchaus reindroppen. Aber vorher werden wir hier nochmal versuchen, eine Exit zu nehmen. Wir haben halt extrem viel Worker-Schaden gemacht. Uiuiui, was der hier alles ansagt. Da müssen wir Mineralien abbauen. Mineralienfeld erschöpfen. Zack, wir haben extrem viele Worker hier gerade rumstehen. Wir sollten uns allerdings auch nochmal hier ein bisschen mehr Tech ermöglichen. Könnt ihr mir auch vorstellen, dass er gleich einfach einen Push setzt. In diesem Feld sind keine Mineralien mehr, die ihr abbauen könntet. Feindkontakt! Ihr habt bereits alle Mineralien dieses Felds abgebaut. Wir dienen nicht. So. Was mir fehlt, sind hier noch Forges. Und dann ziehen wir uns jetzt mal hierhin zurück. Wir sollten uns definitiv mal eine stärkere Armee zulegen gerade. Hab ich Storm schon erforschen? Ja. Jetzt hier mit einer dritten aus. Also wir hatten ja zwischendurch schon die dritte abgerissen. Aktuell steht hier auch keine. Okay, da kommt er. Nein, schlecht, schlecht, ganz schlecht. Das Tor muss nämlich noch nicht durch. Ehre den Dalai Lam. Der Feind greift die Erstgeborenen werden obsiegen. Neuen Follower erfasst. Vielen Dank für den Follow, ein random Gott. Wo ich mich da frage, warum der noch nicht da war, der Follow. So, sehr schön. Wir hätten jetzt auch Dingens. Er hat keine Worker mehr. Und GG. So, ich bin altmodisch. Fortfahren. Und dann erst Punktübersicht. GG, sehr schön. Erstes Spiel, erster Sieg. Das kann sich doch sehen lassen. Oh nein, jetzt... Was? Da sind wir schon in Meister 2. Ja, sehr schön. So, Albioni, bitte hör auf zu trollen, sonst muss ich dich bannen. Wenn du jetzt nochmal ein koreanisches Zeichen setzt, dann werde ich dich bannen. So. Muss sagen, die englische Stimme ist mir doch deutlich lieber, sagt PS Copa. Ja, ist auf jeden Fall noch ein bisschen ungewohnt, muss man sagen.
Aber ein bisschen Abwechslung ist ja auch immer nicht schlecht. Sehr schön. Master 2 ist halt lächerlich. Ich bin nie im Leben Master 2. Bin schon froh, dass ich überhaupt Master bin. Das muss reichen. Aber Master 2 ist, glaube ich, deutlich zu hoch eigentlich für das, was ich mache. Aber naja, egal. Sehr schön. Julio P. Weisel fand die Stimme gut. Ja, es ist ein bisschen ungewohnt, aber mal schauen, ob man sich daran gewohnt ist. Auf jeden Fall, wie gesagt, eine Abwechslung. Und Abwechslung ist immer gut. Von daher werden wir uns das auf jeden Fall in nächster Zeit öfter mal anhören. So. PVT, schon wieder. Will ja nichts sagen, aber du spielst auch nicht gerade auf Master 2 Niveau. Sag ich doch. Sag ich doch. Ich bin auch sehr schockiert, aber wenn Blizzard will, dass ich da hinkomme, dann kann ich es nicht ändern. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Gut, Biani, wenn du das nächste Mal nicht Deutsch oder Englisch schreibst, werde ich dich bannen. Wobei Englisch auch Quatsch ist, weil du definitiv Deutsch sprichst. Wann gibt's heute das Community Game? Ich denke, wie immer um 21.15 Uhr oder um 21 Uhr, je nachdem. Müssen noch genau schauen, wann. Kommt ein bisschen drauf an, wie es hier im Stream läuft und ob ich nachher nochmal eine Viewer gegen Nergorix Aktion mache. Weil falls ja, dann würde ich das wahrscheinlich ein bisschen später dann handhaben mit dem Community Game. Aber so um den Dreh halt. Kann man die Stimme einstellen? Ja, man muss die Stimme vorher kaufen, bevor man sie einstellen kann. Aber ja, dann kann man sie einstellen. Es gibt halt verschiedene Ansager. Das ist jetzt hier Alarak. Es gibt auch Englische, die Deutsche schon umgekehrt. Vielleicht ist er Englisch oder so. Naja, er hat ja meine Ansage verstanden, dass er nicht auf Koreanisch schreiben wollte und hat deshalb aus Trotz ein chinesisches Zeichen gemacht. Dementsprechend hat er definitiv auch verstanden, was ich vorher gesagt habe. Aber generell ist es in Ordnung, wenn man in meinem Chat Englisch schreibt. Aber nur Englisch oder Deutsch. Weil sonst verstehe ich nämlich nichts. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Wenn ihr unbedingt wollt, könnt ihr auch auf Latein schreiben, aber dann verstehe ich wahrscheinlich auch nichts. Aber theoretisch könnte ich Latein. Oh oh. Ja, das wäre sehr ratsam. Der Supply Block. Euer Nexuspunkt wird angegriffen. Unser Nexuspunkt wird angegriffen. Gerechtigkeit wird walten. Wir fangen. Baut zuerst mir. Die Erstgeborenen. So, also dieser Supply Block gerade, der war extrem schlecht, wie ihr gesehen habt. Eure Mineralien. Aber was soll's? Nicht aus. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. War da gerade? Nicht mehr ganz zu sehen. Lorem Ipsum ist kein vernünftiger lateinischer Text, das ist nur ein Platzhalter. So viel weiß ich ja nun als Informatiker. Die Erstgeborenen werden obsiegen. Nur die Gläubigen, die Schlacht. Das ergibt nämlich keinen Sinn, was du schreibst. Community Matches zwischen 21 Uhr und 21.15 Uhr, irgendwo da um den Dreh. So. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Baut zuerst mehr Mineralien ab. Sollte gleich hier das durch sein. Habe ich eigentlich keine Twilight gebaut? Dann habe ich die vergessen. Das ist nicht gut. Wie viel kosten die Stimmen? Pro Stimme 4,99.
Und die Stimmen können dann aber auch, also Alarak kann, obwohl er Protoss ist, auch für Zerg und Terraner Sachen sagen. Das ist dann halt dementsprechend abfällig manchmal. Aber das macht ja gerade seinen Charme aus. Interessant, dass er da gescannt hat, obwohl, machen wir erst einen Observer, wir sind ja mit der Twilight Council so im Delay hier. Also mich wundert es echt, dass er gerade gescannt hat. Denn er hat ja noch den Reaper auf dem Feld. Ich sollte vielleicht auch gleich mal ein paar Stalker warpen, falls da noch ein Drop kommt. Ja, jetzt gibt es ganz viele Teile im Chat. Also, es geht um mein Geld. Aber wenn du Echo schon mal vorziehst als Personalpronomen sozusagen, das brauchst du ja gar nicht. Das heißt, du willst ich betonen. Pecunia ist das Geld, meine ich. Mehr, mein Geld, ist größer als... Was ist denn? Vasitatis. Vastiatis. Nee, was? Vastitas. Keine Ahnung, das weiß ich nicht, was Vastitas heißt. Das kann ich leider nicht vollständig übersetzen, obwohl ich theoretisch das große Latinum habe. Aber in der Praxis heißt das nichts. Und Gamies weiß ich auch nicht, was es heißt. Nee, ich hatte kein Französisch in der Schule. Das große Latinum. Boah, ich habe 1000 Mineralien, Leute. Was ist hier los? Upgrade. Glaubtet ihr tatsächlich, ihr könntet dorthin walken? Ja, das glaubte ich. Nee. So, kann sein, dass wir jetzt hier leider... Eure Sonden brauchen Schutz. Glaubtet ihr tatsächlich, ihr könntet dorthin walken? Vorwärts! Ja, ist egal. So. Chronoboost darauf, Immortal bauen. Glaubtet ihr tatsächlich, ihr könntet... Die Erstgeborenen werden obsiegen. Hor Salah. So soll es geschehen. Vorwärts. Niemand kann uns aufhalten. Die Schlacht wartet. Gebt uns einen Auftrag. So. Erneut diene ich. Bräuchte jetzt halt eigentlich Upgrades. Wir dienen mit Stolz. Nur die Gläubigen fürchten nicht. Schön wäre es halt gewesen, hätten wir nochmal nach der Exe scouten können. Konnten wir aber leider nicht. Storm ist durch. Bräuchten jetzt dringend mal Forges. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Ehre den Dailan. Vielleicht wäre es ratsam, mehr Pylonen heranzuwarten. So. Den Stern mal nach vorne. Eure Krieger entfernen eure Versorgung. Mineralienfeld erschöpft. Spende bestätigt. Raute 830. Eine Frage. Wie kann ich dich jetzt was fragen, das keiner außer dir sieht? Ich muss hier gerade leider kämpfen, Random Bot. Beantworte dich gleich. Vielen Dank für die Spende auf jeden Fall. Mein Ding ist eigentlich gestorben, ja. Ne? Meine Aufgabe, unsere. Was ist euer Beginn? Wir sind das. Das ist unschön, dass was gestorben ist. Ihr benötigt mehr Vespingas.
Ich bin hier. Schön F2 in Master 2. Das müsste Spaß geben. Schon traurig. Wir stellen mein Erleuchten. Ihr habt bereits alle Mineralien dieses Felds abgebaut. So, müssen den mal nach Hause schicken. Der bleibt da. Ihr seid 1, ihr seid 2. 2 muss ich splitten. 1 kommt nach vorne. 2 zieht sich so ein bisschen hinterher. Wir brauchen weitere Reinforcements, die zu 1 kommen. 1 rennt weiter nach vorne. 2 hält sich im Hintergrund. 2 splittet sich auf. 1 geht auf den Bunker. Hier kommen die Storms gleich dazu. So. Mineralienfeld erschöpft. Zack, jetzt habe ich schon wieder F2 gedrückt. Ja, sehr schön. GG. Hat auch gut geklappt. Gegen Master 1, tatsächlich. Naja, aber da war ich schon vorne im Supply. So, sehr schön. So, die Frage war, wie kann man mir was schreiben, was kein anderer liest? Am besten über YouTube private Nachricht. Ob ich die aber dann beantworte, ist eine andere Frage. Tubo non membrum habes. Du hast kein... Was ist denn Membrum? Membrum. Kannst du Spanisch? Si, si. Das war's auch. Ist ja voll der Arsch, dieser Alarak. Ja, ja, er ist schon ein bisschen gemein. Das muss man sagen. Könnte sein, dass ich Blinddarm habe. Ja, dass du einen Blinddarm hast, ist wahrscheinlich, wenn er dir noch nicht rausgenommen ist. Aber es tut mir natürlich leid, wenn du Schmerzen am Blinddarm hast. Dann hoffe ich, dass das sich bald wieder erledigen wird. Ich baue gerade eine Map und hoffe, dass sie gut wird. In StarCraft, das ist interessant. Wir haben wenig Mapmaker insgesamt. So eine schwierige Geschichte. Aber ich schaue mir die gerne mal an, wenn die fertig ist. Wer will IQ-Test machen? Ich nicht. Der Terra war Master 1, ja. Passiert manchmal. Wann spielst du, dass du A, solche Gegner bekommst und B, so hochgekommen bist? Jetzt spiele ich gerade. Um 19.42 Uhr an einem Montag. Wann kommen Strams? Streams kommen immer montags und mittwochs 19.15 Uhr. Kennst du... Dragonlord heißt er, glaube ich, oder? Habe ich noch nicht gesehen, tatsächlich, bei dem. Also Videos von ihm. Ich nehme an, dass das ein YouTuber ist, oder? Meine ich? Tut mir leid, ich bin unwissend. So, weiter geht's. Was haben wir als Gegner? Ich habe nicht aufgepasst. Schon wieder ein Terraner. Das ist doch mal was. Wir werden übrigens gleich ziemlich einen drauf bekommen, wenn wir endlich mal gegen den Gegner spielen, der sein Potenzial auch ausspielt, weil das MMR halt einfach viel zu hoch ist. Also was natürlich in dieser Saison der Fall ist, ist, dass das MMR generell eine sehr, sehr ja, merkwürdige Veränderung genommen hat. Einfach aus dem Grund, dass die Unranked, nee, dass jeder jetzt halt drei verschiedene MMRs hat mit allen drei verschiedenen Rassen, aber das MMR von der Main Race ausgeht sozusagen. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf diesem Account Terraner spielen würde, würde man MMR auch mit dem Master 2 MMR starten. Und ich bin als Terraner definitiv nicht Master 2 MMR, aber ich spiele dann gegen andere Leute, die eben halt auch nicht ihre Main Race spielen, die auch auf diesem hohen Niveau gestartet sind und die ich dann möglicherweise schlagen kann, obwohl wir eigentlich beide in die Goldliga gehören als Terraner. Und so schaukelt sich das halt hoch mit diesem MMR. Das ist halt deshalb gegründet, weil diese Season halt das eingeführt hat mit diesen drei Matches, aber das wird sich über kurz oder lang wieder ein bisschen
regenerieren. Vermutlich. Jetzt hat er uns, glaube ich, eingesperrt, oder? Nee, noch nicht. Das ist doch schon mal was. Bau zuerst mir Mineralien ab. Okay, wir können uns jetzt zurückziehen. Eure Mineralien reichen nicht aus. Oh, das war eigentlich falsch übrigens. Du musst eigentlich erst den Cybernetic Square bauen. Kannst du zeigen, wo man die Maps selber macht? Einfach im wie heißt denn das? Karteneditor, den gibt's einfach. Wenn du die Battle.net Software hast, dann kannst du oben Editor starten auswählen. Da kann man Karten erstellen. So, problematisch ist, dass ich wieder zu spät den Cybernetics Core gebaut habe. Letztes Mal war ich Supply Locked, dieses Mal habe ich den Cybernetics Core zu spät gebaut. Hat leider beides das gleiche Resultat, da wird gleich ein Reaper kommen. Gegen den können wir nicht so viel machen. Das ist halt leider ein bisschen blöd. Wir bleiben mal hier oben. Da ist er nämlich schon. Der erste Rocker ist schon gefallen. Nein, geh doch da rein! Aber das passiert eben, wenn man da am Anfang so stark rumfällt. Nein, du sollst bitte nach vorne gehen. Eure Mineralien reichen nicht aus. Und dann reichen eben auch die Mineralien nicht aus. Eure Arbeiter müssen ihre Mineralien bauen. Oh, für Lesen von langen Witzen fehlt mir leider gerade die Zeit. Das kann ich ja während des Spiels leider nicht machen. So, für den nächsten Mineralien werde ich mir allerdings die Twilight Council holen. Eure Mineralien nicht aus. Baut zuerst mir Mineralien ab. Ja, kommt ja alles. Jetzt würde ich nämlich gerne zwei Stalker holen. So. Nein, dummer Adept. So. Eure Mineralien reichen nicht auf. Eure Arbeiter müssen die Mineralien abbauen. Baut zuerst mir Mineralien ab. Zack und zack. Hier in die Schatten. Eure Mineralien reichen nicht aus. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Das bräuchte man nicht vorne nochmal ein paar Pylons. Eure Mineralien reichen nicht aus. Ja, meine Mineralien reichen nicht aus. Ich hab's verstanden. So. Das irritiert mich tatsächlich mehr als der Standardansager, weil ich mich an den einfach schon so gewöhnt habe. Das ist jetzt halt völlig anders. Schon leisten, direkt einen Chrono-Boost aufs Warpress mal zu setzen. Diesmal haben wir das nämlich immerhin mal früh genug gebaut. So, und jetzt bräuchten wir eigentlich weitere Gateways. So, noch ein drittes. So. Oh, der ist nicht gut, dass er das gescoutet hat. So. Endlich
dieser blöde Reaper tot. Ist ja ziemlich das Leben zur Hölle gemacht vorhin. So, leider weiß er Bescheid über den Drop. Das hat er einfach mit seinem Reaper gescoutet und da den Reaper parallel noch bewegt hat, weiß er das auch. Also können wir nicht darauf hoffen, dass er irgendwie das nicht gesehen hat, was da unterwegs ist. Dennoch probieren wir es jetzt einfach mal. Schlecht, ganz schlecht. Wusste man, ob's. Eure Arbeiter müssen mehr Minaten. Wusste man, ob's da. Zack. Nicht so gut. Nein, warum hat der nur einen ausgeladen? Spielt der Mac eigentlich? Sieht so aus, ne? Eure Mineralien reichen aus. Ehre den Dai Lam. Kassar, die Templari. So. Wir sind doch nicht. Wir sind eins mit den Schatten. Najaka. Ich bin die Stimme der Fins. Er hat jetzt hier eine neue Base genommen. Sie brechen durch! Forschung abgeschlossen. Ja, wir bräuchten auch dringend eine neue Base. Meine Aufgabe. Naja, ja, es war viel dagegen. Ich habe keine Storms. Das ist ja blöd. Ich dachte, ich hätte das schon erforscht. Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Also wir sind definitiv mal hinten. Und zwar deutlich. Baut zuerst mehr Mineralien ab. Eure Mineralien reichen nicht aus. Jaha, meine Mineralien sind zu wenig. Habe ich verstanden. Dafür reicht euer Vespingas nicht aus. Erklärt euch, Kassar. So, sehr gut. Wir stellen. Unsere Gedanken. Was kommt denn da? Sind eins. Das sind vier. Und ich habe keinen Storm erforscht, ne? Upgrade abgeschlossen. Mein Leben für Ajur. Die Verschmelzung ist abgeschlossen. Hat er schön seine eigene Armee hier vernichtet. Wo ist denn der Ops? Eure Forschung wurde abgeschlossen. So, Storm ist durch. Was mir fehlt, sind Gateways. Eure Arbeiter müssen die Mineralien. Ihr habt bereits alle Mineralien dieses Felds abgebaut. Baut zuerst mehr Mineralien. Forschung abgeschlossen. Eure Arbeiter müssen mehr Minaten. So. Die Minerals sollten sich jetzt hoffentlich gleich nicht mehr so zum Problem herausstellen. Baut zuerst mehr Mineralien ab. Mein Leben für eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Kennen. Eure Mineralien reichen nicht aus. Baut zuerst mir. In diesem Feld sind keine Mineralien. Und streng genommen bräuchte ich direkt auch schon eine vierte. Okay, er rennt los. Eure Mineralien reichen nicht aus. Ich bin hier in den Schatten. Oh, das ist schlecht. Ziemlich schlecht, weil ich leider gerade gewarpt habe. Ihr benötigt mehr Vespingas. Eure sonsten brauchen Bleib bitte da. Euer Denken, ihr seid eins in den Schatten. Thank you.
zuerst mir Mineralien ab. Zusätzliche Pylonen. Mein Leben für Ajur. Euer Upgrade ist nun bereit. So diene ich. Die Lehre. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien. Mein Leben für Ajur. Eure Mineralien reichen nicht aus. Der Feind greift eure Sonden an. So diene ich. Boah, dass das halt dieses Medivac halt noch überlebt hat, ne? Halt so ärgerlich. Ich hab leider gerade kein Income. Euer Gegner greift einen Pylonen an. Boah, dass diese Storms nie sitzen. Ja, GG, das war einfach einer, der viel, viel besser war als ich. Also, das ist keine Frage, der war viel besser. 14 mal Master, ja. Also, der war halt einfach besser. Das war aber klar, dass das irgendwann mal kommen wird. Mach mal ein Depp, wenn du das Match gewinnst. Was ist denn ein Depp? Oh, der gleiche Terraner schon wieder. Das kann ja was werden. Baut zuerst mehr Mineralien ab. Eure Mineralien reichen nicht aus. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien. Baut zuerst mehr Mineralien ab. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Machst du heute wieder alle gegen Nergrix? Mal schauen. Eure Mineralien reichen nicht aus. Baut zuerst mehr Mineralien ab. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Achso, arme Forstsicht. Okay, dann weiß ich, was das ist. Eure Mineralien reichen nicht aus. Aber, nee. Hab ich doch schon genug lächerlich mit dem Stream. So, zack, rein da. Chance natürlich jetzt da, dass unser Gegner in diesem Match mal was anderes macht und irgendwie cheest oder so. Baut zuerst mehr Mineralien. I'm the one, ja, ja. Eure Mineralien reichen nicht aus. Nein, mach ich nicht. So, diesmal nicht den Cybernetics-Core vergessen. Die Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Baut zuerst mehr Mineralien ab. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Eure Mineralien reichen nicht aus. So, schauen wir mal, ob die X ist. Seit wann habe ich die Stimme von Alarak? Naja, ich habe sie nicht. Ich habe nur den Ansager, der diese Stimme macht. Und seit heute. Ich vor dem Stream eingestellt. Denn dafür sind ja die ganzen Donations, die aktuell reinkommen. Oder wenn welche reinkommen. Vielleicht wäre es ratsam, mehr. Hallo? Heilen? Okay, den Heilen habe ich auch wieder vergessen. Immerhin Schadensbegrenzung mit dem Cancel des Workers. Das läuft ja schon wieder nicht. So, wir machen dieses Spiel allerdings mal Doppelkolosse. Machen wir mal was anderes. Nicht immer das gleiche Opening. So, diesmal sollte aber eigentlich unser Adept früh genug da sein, damit nicht irgendwie 3 Kills gesammelt werden können. So soll es geschehen.
Die Templer rücken vor. Für den Ruhm. Ja, Exekutor. Wo werden wir gebraucht? Schon wieder einen verloren, ne? Ayur, was wünscht ihr? Aber auch aggressiv mit seinem Adepten unterwegs. Baut zuerst mir Mineralien ab. Eure Mineralien reichen nicht aus. Den müssen wir nach vorne schicken. Den nach hinten. Jetzt bräuchten wir hier dringend mal einen Pylon. Wir wissen ja, dass eine Exe da ist, also es ist kein One-Maze-All-In oder so von ihm. Trotzdem zweiten Observer bauen. Dann müssen wir gleich in... müssen wir gleich in... Ach, das gibt's doch nicht. So, endlich ist er tot. Ich würde halt ganz gerne. Ja, da kann ich dich nicht hinbauen. Mein Pylon Positioning ist halt schon wieder nicht gut. Aber das kann ich jetzt auch nicht ändern. Dafür werden wir uns jetzt hier einfach mal ein bisschen absichern. So, schicken das hier hin. Trotzdem mal die zwei hier hin. Ihr seid Numero 1 und ihr seid 5. So, mal schauen, ob er das gleiche wieder macht. Baut zuerst mir Mineralien ab. Die Erstgeborenen werden. Nehmen wir einen Cyclone als Defense. Schickt den jetzt nach vorne, interessanterweise. Eure Mineralien reichen nicht aus. So. Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Ehre den Dai Lam. So, jetzt mal hier, versuchen wir den Lucky Shot. Niemand. Was wünscht ihr? Schnell hinterher. Okay, reicht nicht. Dann nicht zu sehr overcommitten. Wir sollten uns auch mal langsam den ersten Verlust in Auftrag geben. Und vielleicht auch einen Pylon bauen, früh genug. Die lassen wir mal hier. Beim letzten Mal eine Cloak Banshee gespielt, ne? Super hier. So, ich brauche jetzt halt dringend mal den ersten Koloss. Vielleicht habe ich Extended Thermal Lens und noch keinen einzigen Koloss, wenn das hier so weitergeht. Mehr Mineralien abbauen. Da. Ich hab kein. Hatte ich nicht ein Ops? Wo ist denn mein Ops? Ops! Hallo? Wo ist denn die Widowmine? Da. Ist das schon getriggert? Also mein Pylon Placement ist dieses Match echt schlecht. So, zack. So. Also ich bin so schlecht gerade. Ich bin so schlecht. Das ist ja echt traurig. Meine Einheiten laufen auch nicht so, wie ich das möchte.
Naja, gehen wir mal raus, komm. Müssen wir auch gegen einen Nicht-Terraner spielen. So, und da sind wir ja auch schon mit der Warnung versehen, dass das für Master 2 nicht reicht, aber das ist halt auch einfach so. Also da habe ich echt schlecht gespielt. Naja. So. Und ich würde mal sagen, jetzt kommt die letzte Warnung für Albiani. Wenn du nicht vernünftige Sachen in den Chat schreibst, dann bekommst du ein Timeout. Ich habe jetzt verloren, jetzt bin ich pissed. Jetzt kommt gleich der Timeout. So, jetzt spielen wir gegen Barcode-Gegner. Das wird ja immer schöner. So, auf nach vorne zum Scouten. Eure Mineralien reichen nicht aus. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Die ganzen Heroes of the Storm Spieler. Puh. Eure Mineralien reichen nicht aus. Baut zuerst mehr Mineralien. No Passion. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Neuen Follower erfasst. Ein Cannon Rush. Liebe doch Cannon Rush. Vielen Dank für den Follow übrigens, an denjenigen, der gefollowt hat. GG! Das war leider nur ein Ablenkungsmanöver. Oh, ich kann echt überhaupt nicht gegen Cannon Rusher spielen. Zehnfach Master, wahrscheinlich spielt er das nur, oder? Aber ist egal, das muss man auch abwehren können. Aber ein GG ist mir das leider nicht wert. Ja, der Cannon Rush nur auch gegen Terraner. Von daher. Der macht nichts anderes. Wie immer mich alle hier rumflamen, wie ich in Master 2 gekommen bin. Frag doch Blizzard! Blizzard meint, ich hab's verdient. Ich würde auch sagen, das ist das letzte Match hier für die erste Folge der Aufnahme. Gegen einen Zerg. Eure Mineralien reichen nicht aus. Kann man es eigentlich vorne machen? Nee, mach nicht. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. So, zack. Baut zuerst mehr Mineralien ab. Eure Mineralien reichen nicht aus. Zack. Bist jetzt ja sogar besser gerankt als ich, natürlich. Haben wir schon gegeneinander gespielt, Valtrucci G Gamer? Ich meine, du hast ja letztes Mal das FFA auch nicht gewonnen. Nee, ich mach dir das. Die T-Opening und ich weiß noch nicht, ob ich auf die Ts quasi gehe oder ob ich das direkt zu Arkins mache. Das müssen wir noch überlegen. Gucken wir mal so, als würden wir ihn hier kennenlernen. Zuerst mehr Mineralien ab. Eure Mineralien reichen nicht aus. Hm. Greift mich ja gar nicht an. Kauft mir hier meinen Bluff nicht ab. Gemein. Vor allem jetzt erst Fool angefangen. Hat dann noch eine Hedge gebaut. Jedenfalls sollten wir mal hier den Nexus vorziehen.
Der Drei-Hedge gebaut? Nee. Hm. Merkwürdig. Baut zuerst mehr Mineralien ab. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien. Können wir ein 1 gegen 1 machen? Können wir am Ende machen? Eure Mineralien reichen nicht aus. Wobei du natürlich meinen Spielstil kennst gegen Terraner. Schon ein großer Vorteil. Habe ich schon mal eine Ausrede. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. So. Eure Mineralien reichen nicht aus. Was ist das eigentlich? Ja, ist egal. Mein Leben für Ajur! Ich war gerade ein bisschen scouten, weil irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwas stimmt hier nicht so ganz. Wir stehen vereint. Der Feind greift eure Sonden an. Baut zuerst mehr Mineralien ab. Eure Sonden brauchen Schutz. Hätte ich meinen direkten Stalker gebaut. Ich bin hier. Ich bin Schatten. Gerechtigkeit wird walten. So. Eure Mineralien reichen nicht aus. Und dann wollen wir hier nochmal. Hallo! Komm nochmal durch, lieber Worker. Hab hier schon wieder bei dem Wall-In gefailt. Ist das traurig. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. So, Twilight ist auf dem Weg, das ist doch schon mal gut. Leider ziemlich wenig vorne. Und auch Worker-technisch bin ich noch nicht so gut aufgestellt. Würde ich mal behaupten. Baut zuerst mehr Mineralien ab. Was wir eigentlich mal machen ist, wir lassen hier mal jemanden patrouillieren. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. So. So, und was wir auf jeden Fall auch gleich bräuchten, ist nochmal eine Sentry hier hinten. Und dann hoffen wir den kompletten Wall-In mal langsam. Eure Mineralien reichen nicht aus. Eure Arbeiter müssen. So, und eigentlich bräuchte ich halt auch noch schnellstens eine Robo für ein War Prisma. Die habe ich halt auch nicht. Eure Mineralien reichen nicht aus. Baut zuerst mehr Mineralien ab. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien abbauen. Okay. Ich würde eigentlich gleich ganz gerne die dritte nehmen. Eure Mineralien. Dafür reicht euer Vespingas nicht aus. Ich komme aus. Ich komme. Ihr benötigt mehr Vespingas. Upgrade abgeschlossen. So. Feindkontakt. Baut zuerst mehr Mineralien ab. Eure Arbeiter müssen mehr Mineralien. Boah, wie viel Creep der schon hat. Eure Mineralien. Ich habe noch keine Forge, fällt mir gerade auf. Nicht gut. So,
übrigens auch nicht gut ist, ist, dass ich, wenn ich Gatrace habe und ich gar nicht so richtig weiß, was mein Gegner macht, ist gut möglich, dass er ja doch noch auf Mutas geht oder so. Und habe ich quasi nichts. Die Erstgeborenen werden auf Sieg. So. Haben wir denn hier so? Sie brechen durch! Habe ich irgendwas gesehen? Nee. Nicht so wirklich. Ihr habt bereits alle Mineralien dieses Felds abgebaut. So, ich muss jetzt dringend mal zurückziehen gerade. Ehre den Dai Lam. So. Was mir auch fehlt, ist hier Blink. Ich sollte ihn auch mal dringend erforschen. Und ich habe halt überhaupt keine Möglichkeit, hier gerade vernünftig was zu sehen. Auch dringend Ops. Wo ist mein Mothership Core? Ich muss den. Das Einzige, was ich noch machen kann, ist, mit Glück es zu schaffen, den Observer zu snipen. Den Overseer zu snipen. Aber ich habe auch einfach zu wenig Production. Ihr habt bereits alle Mineralien dieses Felds abgebaut. Euer Upgrade. Ich brauche einen Warp-In. Dafür reicht euer Westwinger. Das müsst ihr. Hallo. Also ich habe nur noch einen Gateway. Ich meine, er macht hier nichts dagegen, ne? Aber. Ich habe halt keine Gateways mehr. Tja, da hatte ich dann nachher zu wenig. Ich habe mich zu sehr auf mein Micro verlassen vorne. Und dann konnte er einfach drüber roachen. So, jetzt wird es auch mal wieder Zeit für einen Sieg hier. Aber das Ganze wird es erst in der nächsten Folge gehen. Das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf nächste Folge klicken. Unten rechts für ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.